Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir sind hier in Pleasant Valley, oder? Ja, doch, bei den Hütten von Pleasant Valley. So ist richtig. So, den Stealth Boy, weißt du was, den zieh ich mir jetzt einfach rein. So, dann kriegt den nämlich niemand anderes. Und der ist halt scheiße schwer. So. Bitte eine Nachricht zur Ansicht auswählen. Das kriegen wir hin. 16.11.86 Antwort Community Forum. Hey Tony, ich weiß, du hast keinen Bock, ständig Einträge im Forum zu löschen zu müssen, aber diese verdammten Gerüchte nehmen langsam Überhand. Ich bin nicht mit David zusammen. Nur über meine Leiche würde ich mit diesem Schwachkopf ausgehen, aber ich kann dafür sorgen, dass du auf deine Kosten kommst. Sperre Mark einfach ein paar Tage aus dem System aus. Bei all den verdammten Problemen, die wir in letzter Zeit haben, kannst du ja einfach behaupten, dass das Netzwerk weiter rumzickt. Intranet. Hey Tony, ich komme momentan nicht an meine Intramails. Kannst du mal vorbeischauen und einen Blick auf mein Terminal werfen? Oh, kommen wieder. Flugzeugis. Intranet offline. Hey Vollidiot, das Internet geht nicht. Schon das vierte Mal in diesem Monat. Meinst du kriegst das hin, dass es dieses Mal eine komplette Woche problemfrei durchläuft? Alyx Posting. Alyx hat recht. Krieg deinen Scheiß endlich mal geregelt, sonst prügeln wir ihn dort dir aus dem Leib. Bibel. Heute Morgen erhielt ich eine Memo, das an all euch Saftsäcke adressiert war. Obgleich ich durchaus verstehe, dass die aktuelle Netzwerkproblematik Grund zu beträchtlicher Frustration sind, schätze ich es keineswegs von meinen Mitarbeitern auf derartige Weise angeredet zu werden. Kommen Sie um 14 Uhr 30. Ich wollte es zurückhalten, es ging nicht mehr. Hoch in mein Büro. Wir haben einige Angelegenheiten zu regeln. Gesundheitsserum, danke sehr. So, Benutzerpasswörter zurücksetzen. Wer war das nochmal? Brody. Was geht denn jetzt hier? Seid ihr gekommen, um mich zu nerven? Ist das so? Was habe ich denn noch für dich? Weißt du was hier? Nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das. Scheiße, ich benutze es eh nicht. Noch nicht. Ich muss den ganzen Scheiß eigentlich gar nicht mit mir tragen. Das wird erst alles benutzt, wenn wir in Raids gehen, weißt du? Vorher macht das alles gar keinen Sinn. Red X. Bewohner lassen sich gut plündern. Aber handeln wir lieber, anstatt uns umzudrängen. Ich habe so viel bei mir zu Hause, ich habe überall ganz, ganz wenig mitgenommen, deswegen werfe ich es jetzt einfach weg. Mehr technische Daten kannst du haben. Nachricht von Phyllis, hier bitte. Hey, will er nicht haben. Ich bin froh, mit meinen Waren etwas zur Verbreitung. So, Schaltkreise kriegst du auch, hier bitteschön. Hier. Oh, hier alles nicht. Den Scheiß brauche ich alles nicht. So, und was hast du so Schönes? Patrönchen! Hat was für sich. Man nimmt, was man will. Töten Leute, die es verdient haben. Bauplan 10 mm MP. Bauplan safe. Bauplan Symbole und Buchstaben? 12.500? Denken Sie ja an mich, wenn Sie jemanden mit einer meiner Waffen töten. Gleisgewehr? 900 würde das kosten, hätte ich wieder. Blei. Große Menge Blei. Das gibt ja den Scheiß. Muss auch mal Geld mal ausgeben. Eine gute Zuflucht. Unten wartet die Beute.
Tesla. Na gut, das war's. War schön, dich kennengelernt zu haben. Was geht denn jetzt hier ab? Ich verstehe das mit den Vertibirds nicht. Warum laufen die hier immer amok? Deswegen dem? Na guck mal, das ist der Frachtbot. Die Vertibirds machen das schon. Das sind die Guten. So, und somit haben wir es endlich geschafft. Hier war doch irgendwo noch eine Werkbank. Naja. Wie sieht es mit meinem Gewicht jetzt aus? 112. Ach, das ist schön. Und dadurch, dass ich auf Stärke gegangen bin, kann ich jetzt auch mehr tragen. So. Pleasant Valley Intramail. Kontrollpunkt Massaker. Mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Mac Frazier und seine gesamte Truppe wurden von einem als Comicfigur verkleideten Mädchen ausgelöscht und sie, ein junger Mann, von dem ich noch nie gehört habe, konnten das überleben und sich mit ihr anfreunden und sie überzeugen, sie laufen zu lassen? Das ist wohl die dreisteste Lügengeschichte, die ich je gehört habe. Aber gut, ich werde mitspielen. Wir haben keine bessere Spur. Treffen Sie sich mit Ihrem Mädchen. Mal sehen, was sie will. Aber ich erwarte trotzdem, dass Sie Ihre Quoten einhalten. Quoten. Sie liegen diesen Monat fast 200 Kronkorken zurück. Mr. Torrance, verbringen Sie etwa zu viel Zeit mit Ihren neuen Freundin? Ich muss schon sagen, bei all Ihren Geschichten haben Sie nicht viel vorzuweisen. Wir haben alleine in dieser Woche 8 weitere Männer durch mysteriöse Hinterhalte verloren. Entweder muss sie sich ändern oder sie tut es. Antwort Geschäft. Das kann nicht ihr Ernst sein. Ich habe dieses Theater satt. Rose wird 5 Männer nach Summerville schicken, um ihren Hinterhalt zu legen. Um ihren Hinterhalt zu legen? Sie werden sich ihnen anschließen, wenn ihre Geschichten wahr sind. Wenn sie es schaffen, das Mädchen zu töten, dann bringen sie mir ihren Kopf. Wenn nicht, werden meine Männer mit ihrem zurückkehren. Es liegt an ihnen. Erfolg. Also gut, sie haben meine Aufmerksamkeit. Von diesem Zeitpunkt an wird ihre einzige Aufgabe darin bestehen, diesen Orden der Mysterien und seine Attentäter zu beseitigen. Ich befördere sie zum Leutnant mit einem Team von 7 Männern ihrer Wahl und einer privaten Suite in der Black Diamond Lodge. Überraschen Sie mich weiter. Dann werden sie gut belohnt. Sollten sie versagen, wird ihr Stern so schnell fallen, wie er aufgegangen ist. Hinterhalt in Spruce Knob. Das macht 3 erfolgreiche Hinterhalte. Den Berichten nach zu urteilen, haben sie sich ganz schön gewehrt. Das scheinen unsere mysteriösen Attentäter zu sein. Sagen Sie Ihrem Mädchen, dass ich das Angebot annehme. Wenn sie uns helfen kann, diesen Orden der Mysterien auszurotten, bin ich bereit, ihr und auch Ihnen alles anzubieten, was in meiner Macht steht, sobald der Job erledigt ist. Antwort Hauptader. Wieso Hauptader? Was hat das Ganze mit der Hauptader zu tun? Ausgezeichnet. Ich schicke Tony rüber, um Ihnen bei der Analyse der Datenbank zu helfen. Arbeiten Sie mit ihm und Rose zusammen, um Ihre Pläne für den Angriff auszuarbeiten. Wir holen sie einzeln ab und bleiben beim abschließenden Angriff auf das Anwesen dabei, bis wir sie ausgedüngt haben. Tony soll die Daten auch nach anderen Spuren durchsuchen. Wenn ihre Aufzeichnungen so umfangreich sind, wie sie sagen, könnten sie uns von enormem Nutzen sein. Aber diese Lautstärke im Hintergrund, ne, ist so nervig. Finale. Etwas enttäuschend, aber erspart uns die Mühe. Nun gut, gehen Sie und treffen Sie Ihr Mädchen. Es darf keine losen Enden geben. Wenn sie zurückkommen, melden sie sich in meinem Büro ganz oben. Dann können wir ihre Zukunft bei Cutthroats besprechen. Also haben sie es geschafft. Hier ist das Band. Ich habe meine Anmeldedaten und eine vollständige Kopie der Datenbank draufgeladen. In der Missionsauswahl findest du eine Liste aller unserer Operationen für die nächsten 2 Monate. Damit solltet ihr jede Menge Ziele haben.
Ich muss eine Weile untertauchen. Halte dich an den Plan. Wir sehen uns, wenn es Zeit für den letzten Einsatz wird. Richte Trope aus, dass ich erwarte, dass er seinen Teil der Abmachung einhält. Sonst hole ich mir alles als nächstes seinen Kopf. Olivia Rivers. Okay. Finde das Holoband. Ja, dann gib's doch her. Also. Also, weil sie ist, oder was? Weil da könnte mal jemand anderen auf den Sack gehen. Ich will mal gucken, wie viel Schaden ich diesen Transportding machen kann. Die Herren der Mysterien-Quest begonnen. Warum müssen die jedes Mal bei mir rumschwören? Habt ihr kein Zuhause? Aber ich bin jetzt nicht gesucht, ne? Nein. Verzieht er. Jetzt verzieht er sich auch noch. Kann ich auf den Würtel bitte drauf springen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da bin ich tot. Wo hat sich das Ding hin verzogen? Ihr geht mir auf den Sack, ich will euch jetzt mal richtig tot sehen. So wird das doch nichts. Oh, der Vertibird ist fast tot. Willst du mir auf den Sack gehen? Okay, das nützt nichts. Wo ist das Viech hin? Ah, Ruhe und Frieden. Stürzt es ab, ne? Das verarscht mich! Ernsthaft? Sag dir, du wirst mir gehören. Komm, lass dein Gepäckstück fallen. Ich hoffe, es hat sich für mich gelohnt. Bin ich sehr viel Munition jetzt da reingeballert. Oh, ich konnte darauf nicht landen. Es kommt davon, wenn man mir die ganze Zeit auf den Sack geht. Nicht autorisierter Zugriff auf gesicherten Transportcontainer. Starte Selbstzerstörungscountdown im Rahmen des Dropkick-Protokolls. Detonation in 5 Minuten. Falls kein gültiger Abbruchcode erhalten wird. Nett, ich habe jetzt die atomaren Karten. Der Schlüssel. Ja gut, der geht in 5 Minuten hoch. Das ist mir scheißegal. Mach das.
Achso, damit kein anderer Spieler rankommt, klar. So, wo ist denn das jetzt? Pizzen, Holos, Diverses. Wo sind die anderen Dinger, die ich gefunden habe, aus diesen Piepdingern? Wenn die jede Woche erneuert, ich glaube schon, ne? Da. Ja gut, dann haben wir das halt umsonst geholt. Atomraketenschlüsselkarte. Okay, aber wir haben jetzt gelernt, wie wir da rankommen. Das ist doch auch schon halbe Miete. Ah, guck mal. Der will auch was vom Kuchen abhaben. Habe ich meine Leiche aufgehoben? Ich glaube schon. Gehen wir zurück. Ah, nee, nee, nee. Wir sparen Kronkorken. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Kronkorken ausgegeben. Jetzt sparen wir sie. Oh. Ich hoffe auch wenigstens unseren Schrott loswerden. Und dann können wir gucken, ob unser Skill es wirklich möglich gemacht hat, dass wir jetzt weniger Gewicht haben. Das wär's. Eine Ameise traut sich hier nicht raus. Die mögen das nicht, wenn ich hier Licht anschalte, wenn ich aufnehme. Ich hoffe wirklich, dass das Gewicht verringert wird. Wenn ja, dann werde ich noch ein paar Punkte in Stärke packen. Davon könnte ich ausgehen. Dass ich das Gewicht von Müll noch weiter verringern werde. Ich hoffe, es zielt. Ah, guck mal, nicht mal neue Gegner. Kurz gucken, ob ich das Monster hier sehe irgendwo. Nein. So. Extra geguckt, ob da irgendwelche Gegner sind. Wie hast du dich denn hier rausgebuddelt? Willst du mich verarschen? Mann. Na gut. Drückt mir die Daumen. Können wir direkt Schrotmunition holen? Hat sich nicht. Ah, schade. Schade, schade, schade. Oh, das kommt dann rüber. Die 40er, wenn die 45er daraus gehen. Geht auch eine Menge Gewicht verloren, ne? Hier. Ist viel. Na gut. Nein. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Okay. Was wiegt denn ganz viel? Bierflasche. Große Menge Plastik, ja gut, die muss ich da lassen. Habe ich extra komprimiert. Todeskrallenklaue. Ja gut, wir werden von diesen Todeskrallenklauen noch eine Menge finden, denke ich mal, hoffe ich. Endlich sind Todeskrallen ja überall, ne, also. Große Menge Blei. Tschüss. Hier, das kann auch weg. Ach ja. Wir haben immer noch so viel Schrott dabei. Ach, die Bierflaschen, klar. Wollte ich eben loswerden. Gib mir dein Fleisch her. Die ganzen Babys rausgenommen. Und die kochen wir jetzt. Was zum? Was? Was war das? Hat mir Gott eine Nackenschelle verpasst? Ich glaube ja.
Na ja, gut, zumindest wissen wir jetzt, was da drin ist. Was soll er hat mir gerade Schaden gemacht? Einfach so gestolpert. Okay. 10 mm kann ich noch mitnehmen, ne? Na gut. Dann können wir jetzt weiter. Wir müssen jetzt dann. Oh, guck mal, 64 und er macht jetzt erst die Quest. Auch wir sein können, wenn wir so später hingegangen wären erst. So, wir brauchen ein Level noch. Und dann können wir die Power-Rüstung holen von Hans-Dieter. Weiß schon, ihr Bergarbeiter. Und ein Level noch, dann können wir unsere neuen Waffen angucken. Können wir alles mal wieder ein bisschen neu machen. Wieder nach neuen Mods gucken und so weiter und so fort. Ja, das wird schon was Feines. Wieder ein bisschen Gewicht verlieren. Ja, wir haben da so viel Schrott. Ich könnte auch rein theoretisch genauer hingucken, was wir genau brauchen. Und den Rest wegwerfen. Gib mal her. Gib mal her. Naja, schieß du mal. Ich werde gleich übrigens noch ein bisschen solo rumlaufen und die tägliche Quest machen und vielleicht noch ein bisschen sammeln und vielleicht noch mal aufräumen. Und wirklich gucken, was wir brauchen, ne? Ganz entspannt mal spielen. Hier mit der Axt werde ich rumlaufen. Ich werde auf jeden Fall keine Munition verschwenden. Ich werde nur im Anfangsgebiet rumlaufen und nur da, wo wir schon waren. Herrin Olivia Rivers. Du warst das, meine Kleine. Schaffe dir Zugang zum Büro. Was war denn der andere, den wir hatten? Natascha Hunt. Ich glaube, das bringt nichts, ne? Nö, aber machen wir mal Alexis hier. Was? Bitten Sie die ausgewählte Benutzerin, sich anzumelden. Ey, ich mache euch alle hier. Ihr habt alle eine Beförderung verdient. Zugang autorisieren. Ja, da wären wir. Gibt's hier irgendwas Tolles? Verbrannter Comic, ja. Eine Zahnbürste. Super. Terminal der Oberen. Von Olivia. So hätte es eigentlich nicht laufen sollen. Vor 2 Monaten habe ich Kryptos kopiert und an die Räder übergeben. Rachel hat es schließlich mitbekommen und Eve davon erzählt, als ich heute Abend zurückkam. Tja, es hieß sie oder ich, also habe ich sie getötet. Habe sie alle getötet. Es ist endlich vorbei. Ich werde den Orden verbrennen, das Haus, einfach alles, bis auf die Grundmauern. Wenn du das hier erhältst,
und mich wiedersehen möchtest, triff mich an meinem Geburtstag an unserem ganz besonderen Ort. Du schuldest mir noch eine Reise. Okay. Das war doch die Tochter, oder? Da müssen wir die Tochter. Die sie als allererstes trainiert hat. Persönliches Tagebuch. Warnung, beschädigte Daten entdeckt. Von 487 Dateien in diesem Verzeichnis wurden 12 erfolgreich wiederhergestellt. 2.8.82. Scheiß drauf. Oder? Ach komm. Keine nennenswerten Vorfälle diese Woche. Es gab den Sommer über erstaunlich wenig Banditen. Nee, das kennen wir schon. Missionsplan. Nicht zugewiesen Infiltration von Pleasant Valley. Alle nicht dringenden notwendigen Missionen wurden auf Anordnung der Oberen bis auf weitere verschoben. Hä, was? Kryptoszugang. Optional, suchen Sie nach Hinweisen nach dem Treffpunkt. Achso. Müssen wir doch lesen. Olivia, Wachdienst, Riverside Manor. Ich dachte, das haben wir schon gelesen. Kam mir so bekannt vor. Okay. Ja, Olivia Rivers. Okay, gut. Dann ist das wirklich die Tochter gewesen. Keine nennenswerten Vorfälle diese Woche. Es gab den Sommer über erstaunlich wenig Banditen in diesem Gebiet, auch wenn im Responderfunk die Rede davon ist, dass die Bergstraßen inzwischen von mehr organisierten Banden kontrolliert werden. Das Training läuft bisher gut. Ich habe angefangen, die älteren Mädchen paarweise loszuschicken, um Vorräte und Daten zu sammeln. Bis erst erledige ich die gefährlichen Missionen noch selbst, aber sie sind bald so weit, dass sie nötigenfalls auch alleine zurechtkämen. 25.12. Sie haben den Damm zerstört. Kurz nach Mitternacht gab es eine Explosion. Ohne Warnung. Wir konnten nichts dagegen tun. Charleston wurde ausgelöscht. Das ist schlimmer als die Bomben. Die Responder tun, was sie nur können, aber dagegen sind sie einfach machtlos. Dagegen sind alle machtlos. Die Raider haben sich schon wieder in die Berge zurückgezogen. Sie sind erheblich gefährlicher als zuerst angenommen. 5.3. Ich habe den Winter damit verbracht, die Position der Raider in den Bergen zu observieren und die Mädchen möglichst viele Informationen aus dem Funknetz der Responder sammeln zu lassen. Es sieht nicht gut aus. Die Raider haben mehrere Basen, Dutzende von Kontrollpunkten und Scharfschützenpositionen und sie breiten sich immer weiter aus. Das ist zu viel für mich alleine. Es gefällt mir zwar ganz und gar nicht, aber wir können es uns nicht leisten, noch länger zu warten. Es wird Zeit, dass wir die Herren der Mysterien in den Kampf schicken. 8.9.84. Ja, das ist ja mal gut 5 Monate später. Hier. 5, 6, 6 Monate später. Die Missionen in dieser Woche verliefen größtenteils erfolgreich. Die Ausnahme war wie üblich Olivia. Ihr Einsatz gegen den Garahan Außenposten war zwar perfekt, aber statt hierher zurückzukehren, stürzte sie sich noch auf 4 Scharfschützennester, ein halbes Dutzend Monsterhöhlen und einen verfallenen Militärbunker, bevor sie endlich 3 Tage zu spät wieder auftauchte. Und schlimmer noch, sie hatte die ganze Zeit ihre Anwärterin dabei. Rachel war zum ersten Mal im Feld. Das arme Mädchen zittert immer noch. Der Missionsbericht endet mal wieder in gegenseitigem Anschreien. Ich komme zu dem Mädchen einfach nicht durch. Sie ist zu stur, genau wie ihre Mutter. Also sie meint sich selber. So, 1 Jahr und 5 Monate später. Letzte Nacht haben wir Clarissa tot aufgefunden. Ich wusste, dass dieser Tag einmal kommen würde, aber das macht es nicht einfacher. Diese Mädchen sind meine Töchter. Jedes Mal, wenn ich sie auf Mission schicke, weiß ich, dass eine von ihnen vielleicht nicht zurückkommen wird. Aber wir dürfen nicht nachlassen. Die Raider werden immer stärker, wenn wir sie nicht in Schach halten. Wer dann? Das habe ich ihnen bei der Beerdigung gesagt und ihnen 2 Tage freigegeben. Mehr können wir uns nicht leisten. 14.02. Oh. Halber Monat später. Auf gar keinen Fall. Was? Ich muss da oben anfangen. Seit Clarissas Tod herrscht angespannte Stimmung. Manche der Mädchen stellen unsere Methoden in Frage. Sollen wir uns preisgeben, Kontakt mit den Respondern herstellen oder der Bruderschaft? Versuchen, eine Allianz zu schmieden? Auf gar keinen Fall. Die größte Stärke der Herren der Mysterien war immer der Überraschungseffekt. Eine einzelne Frau kann alles erreichen, da sie von niemandem als Bedrohung empfunden wird. Wenn wir uns offenbaren, wenn die Raider wüssten, dass wir existieren, könnten sie zurückschlagen, aber gegen einen Schatten können sie nicht kämpfen. 22.05.86, 3 Monate später.
Ich habe Eve zur neuen Herrin der Novizinnen ernannt. Ich brauche eine zuverlässige und organisierte Vertreterin, die sich um das Training und die Missionsvorgabe kümmert, solange ich im Feld bin. Meine Entscheidung wurde größtenteils gut aufgenommen. Größtenteils. Olivia war fuchsteufelswild. Ich habe nun fast 30 Mädchen unter meinem Befehl, für deren Sicherheit ich verantwortlich bin. Wenn sie glaubt, dass ich sie bevorzuge, nur weil sie meine Tochter ist, dann sollte sie langsam erwachsen werden. 1.6.86. Ein halber Monat später. Lucia berichtet, dass der Feldzug gegen die Supermutanten in Huntersville beendet ist. Wenn alles gut geht, sorgt die Allianz zwischen der Bruderschaft und den Respondern vielleicht endlich für langfristige Sicherheit in dieser Region. Dank der ganzen Patrouillen, die durch die Berge ziehen, wurde die Aktivität der Raider auf ein Minimum reduziert. Ich habe die Mädchen gebeten, ebenfalls vorsichtiger zu sein. Wir wollen keine unerwünschte Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Die Missionsauswahl war in letzter Zeit vergleichsweise spärlich, aber Olivia hat mehr Aufträge als nötig übernommen. Sie ist inzwischen selten länger als ein oder zwei Tage zu Hause. Zuerst war ich froh, dass sie engagiert bei der Arbeit ist, aber langsam mache ich mir Sorgen, dass sie es nur als Ausrede nutzt, um mir aus dem Weg zu gehen. 24.07.2086. Wieder ein halber Monat. Wir haben heute Allison begraben. Nach 3 Jahren und Hunderten von Missionen sind bisher nur 2 unserer Schwestern gefallen. Bei so viel Tod und Zerstörung um uns herum ist ein unglaubliches Zeugnis ihrer Fähigkeiten und Beharrlichkeit. Was? Bei so viel Tod und Zerstörung um uns herum ist das ein unglaubliches Zeugnis ihrer Fähigkeiten und Beharrlichkeit. So ist richtig. Olivia war besonders erschüttert. Sie war es, die Allys Leiche gefunden hat und den ganzen Weg von Summersville nach Hause getragen hat. Nach der Beerdigung verschwand sie direkt in ihrem Zimmer. Mein armer Liebling. Riecht hier nach Katzenfutter. Sie. Ist es soweit? Wer weiß. 7.10.86. Oberin Shannon Rivers persönliches Tagebuch. Jahrelang waren wir den Raidern überlegen und nun haben sie es plötzlich geschafft, den Spieß umzudrehen. Allison mitgezählt, wurden in den letzten 3 Monaten 7 meiner Mädchen getötet. Jetzt wird auch noch Katie vermisst. Ich habe Eve angewiesen, unser Trainingsprogramm zu beschleunigen und hole Bänder für Routinenaufträge und Beförderung aufgenommen. Der Gedanke, dass irgendjemand per Holoband befördert wird, gefällt mir zwar nicht, aber ich bin nach all diesen Verlusten so viel unterwegs, dass es langsam zum Problem wird. 10.11.86, wieder ein Monat später. Wir haben 3 weitere Mädchen für tot erklärt. Evelyn und Kathleen werden noch vermisst. Rachel konnte gerade so entkommen. Und das alles nur in der vergangenen Woche. Wie schaffen sie das? Es ist, als würden die Raider plötzlich unsere Gedanken lesen. Sie liegen inzwischen fast bei jeder Mission auf Daloa. Ab heute erlaube ich nur noch den erfahrensten Herrinnen, das Anwesen zu verlassen. Das wären Eve, Amy, Olivia und ich. Wir dürfen nicht riskieren, noch mehr zu verlieren. 18.11.86. Olivia. Olivia, mein Kind, was hast du getan? Ich werde mich mit dir treffen. Wenn dies irgendjemand findet, wenn irgendjemand noch am Leben sein sollte, dann folgt mir bitte nicht. Der Orden der Mysterien ist am Ende. Nutzt die Talente, die ihr hier gelernt habt. Schließt euch den Respondern an, der Bruderschaft, irgendwem. Findet einen Weg, um zu überleben. Nur das ist jetzt noch wichtig. Ich habe euch alle geliebt. Es tut mir so unglaublich leid. Jetzt habe ich ja trotzdem noch nicht erfahren, wo der Scheiß ist. Missionsplan. Olivia. Über oberen Rivers, ne. Ich bin wahrscheinlich auch nicht weiter. Verstehst du, Olivia? Sie haben eine gemeinsame Tochter, Olivia. Ja, das ist schön. Jetzt habe ich alles gelesen. Okay, ja gut, ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns einfach morgen wieder in der neuen Aufnahme und dann haben wir 2 Airdrops zu holen, ne? Haut rein, euer Zero, tschüss.